Moin Leute, der vierte Spieltag in der dritten Liga steht an. Es war ja englische Woche, dementsprechend sind die Zusammenfassungen etwas kürzer. Es kommen auch bald wieder Konferenzen und so weiter und so fort. Aber tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Bedenkt, ich bin kein Top-Kommentator und insbesondere, weil es so heiß ist und es kommt alles zusammen mit der wenigen Zeit, die ich habe, dass mal ein paar Sprachfehler vielleicht dabei sind. Seht mir das nach. Ansonsten jetzt viel Spaß mit Karlsruhe gegen Jena und denkt immer dran, es ist lediglich eine Prognose und hat kaum etwas mit der Realität zu tun. Viel Spaß! Nachdem der FC Carl Zeiss Jena die erste Partie in der Saison verloren hatte, nach zwei Siegen zum Auftakt, kamen sie ins Wildparkstadion am Freitagabend. Die Karlsruher konnten unter der Woche den ersten Saisonsieg festmachen. Und hier starteten die weiß gekleideten Gastgeber richtig gut in die Partie. Poirier an den Pfosten und Stiefler, der Abstaub. Manuel Stiefler, achte Spielminute, der perfekte Start für den KSC. 1:0 und damit war der Weg für diese Partie schon eingeleitet. Der KSC wollte unbedingt gewinnen. Carl Zeiss Jena kam dann nach 27 Minuten mal per Standard zu einer Möglichkeit. Eckhardt würde ihn ausführen aus dem Halbfeld, bringt ihn auch in die Mitte hinein. Und dann ist da der erste Abschluss und da wird es richtig brenzlig für Opoff. Der wird ganz gefährlich, geht an den Pfosten, aber von da dann aus dem Gefahrenbereich heraus. Auf der anderen Seite Röser dann mit der Möglichkeit nach einer halben Stunde auf 2:0 zu erhöhen. Koppens aber mit einer guten Tat. Vor der Pause geschah da nichts mehr. Wir springen in den zweiten Durchgang. Anton Fink versucht es da, aber wieder ist Koppens zur Stelle ohne Probleme. Carl Zeiss Jena probierte viel, es gelang nicht so viel. Und dann kam sie mal hier per Cenk-Kua-Kopfball mal zu einer Möglichkeit nach 73 Minuten. Aber auch das war zu ungefährlich. Karlsruhe konnte den Ball vom eigenen Tor fernhalten. Es war fast noch das 2:0 drin. Grösch hielt aber den Fuß rein und verhinderte Schlimmeres. Aber der Carl Zeiss Jena kam nicht mehr gut nach vorne. Karlsruhe gewinnt zum Auftakt des vierten Spieltages mit 1:0 und macht den zweiten 1:0-Sieg in Folge klar. Der hallische FC setzte beim 3:0 gegen Carl Zeiss Jena ein dickes Ausrufezeichen und der erste FC Kaiserslautern musste in der letzten Minute per Freistoßtor von Kobi Lanski die erste Niederlage hinlegen bzw. hinnehmen. Zuck wollte das nach 4 Minuten schon direkt korrigieren, trifft hier aber nicht das Tor. Und dann ging es in eine spektakuläre Phase. Ajani über die rechte Seite und dann ist Braden Manu da. 10. Spielminute, 1:0 für den Halleschen FC. Er hatte schon am Dienstagabend zum 3:0 getroffen per Superlupfer-Tor. Hier macht er es per Kopf. Und es ging noch besser weiter. 35. Minute Matthias Fetsch, ebenfalls unter der Woche noch erfolgreich gewesen. Mit einem Klasse-Treffer macht er hier das 2:0. FC Kaiserslautern drohte hier komplett aus der Partie zu rutschen. Aber dann wachten sie auf vor der Pause. Eckstoß von der linken Seite. Zug bringt den rein. Kraus hält. Eisele auf dem Feuer. Und dann ist Biada da und staubt ab. Erstes Saisontor für Julius Biada, Neuzugang aus Braunschweig. Erst noch eine tolle Parade, aber dann ist Biada ungedeckt und köpft das Ding ein. Im zweiten Durchgang wollte Halle aber gleich weitermachen. Tuma auf Fetsch. Sievers aber direkt in die Arme. Kein Problem für den Lautra Hintermann. Nur wenig später. Dann die Möglichkeit zum 2:2. Es war eine packende Partie. Eisele mit der Tat klärte zum Eckstoß. Der wiederum für Gefahr sorgen sollte. Wieder von der linken Seite. Wieder Zug, der bereitsteht. Bringt den weit rein und dann ist es wieder Julius Biada, der das Ding einnetzt. 58. Spielminute, der FC Kaiserslautern wendet ein 2:0 erstmal wieder von sich ab. Es stand Remis bis zu diesem Zeitpunkt und sie wollten mehr. 65. Minute, Hendrik Zug im Strafraum auf Lukas Balvis. Eine wahnsinnige Partie. 66. Spielminute, sein zweites Saisontor. Der erste FC Kaiserslautern drehte diese Partie, aber es war noch nicht vorbei. Halle streckte sich und reckte sich, aber sie kam nicht mal wirklich gut nach vorne. Lautern wollte nochmal erhöhen. Elias Huth ist das, versucht's nochmal, aber zu harmlos. 85 Minuten gespielt, die letzte Möglichkeit war das. Und so gewinnt Kaiserslautern nach 2:0 Rückstand mit 2:3 auf des Gegners Platzes. Eine überragende Partie und Kaiserslautern hat mal so richtig Moral bewiesen. Groß Asbach konnte unter der Woche 2:0 bei Lotte gewinnen und der VfL Osnabrück einen moralischen Sieg zumindest gegen 1860 durch einen Last-Minute-Ausgleich
erlangen. Aber dann kam hier dieser Fehler. Susac von Körber unter Druck gesetzt. Und dann ist es Timo Röttger, der nach 17 Minuten eigentlich das 1:0 hätte machen müssen. Ist da komplett freistehend gegen Körber, der sich einen Patzer erlaubte gegen 1860. Hier wird er nicht bestraft. Aber Groß Asbach war besser und kam dann auch zum 1:0. 22 Minuten gespielt. Timo Röttger mit seinem zweiten Saisontor hält die Fußspitze hin und Körber ist diesmal ohne Schuld. Aber es gab in der 41. Spielminute Strafstoß. Gehring faulte Emanuel Taffer-Zofer. Die Möglichkeit für Tim Danneberg zum Ausgleich und die ließ er sich nicht nehmen. 1:1 in der 41. Spielminute. Osnabrück war also vor der Pause wieder da. Jedoch drohte dann die Partie nahezu einzuschlafen. 20 Minuten vor dem Ende erst dann wieder was zu sehen. Groß Asbach, Binakay auf Vizum. Aber viel harmloser kann man es eigentlich nicht machen. Kein Problem für Körber. Aber nochmal auf der anderen Seite Osnabrück. Sie wollten es zumindest etwas mehr. Der Abschluss von Alvarez und Broll mit der Tat parierte gegen Lotte ja sogar noch einen Elfmeter. Hielt hier im Endeffekt das 1:1, das auch so in Ordnung geht, noch fest. Last-Minute-Pleite in Uerdingen. Der SV Meppen war hart gebeutelt von der Realität und am letzten Wochenende 0:2 im Derby gegen Osnabrück. Der VfR Aalen kam hier besser in die Partie mit dem Flankenball von der rechten Seite. Finell mit der Erstmöglichkeit, stand aber auch im Abseits. Ansonsten wäre Gies aber zur Stelle gewesen. 26 Minuten gespielt, der SV Meppen kam auch nach vorne. Tankulic, der Abschluss von Krämer, aber auch wiederum zu harmlos. Der VfR Aalen siegte ja spektakulär am 3:2 gegen Würzburg. Vor der Pause kam nochmal die Gastgeber, aber Geier war dazwischen, verhinderte Schlimmeres. Wir springen in den zweiten Durchgang, der VfR Aalen wurde drückender. Riestel im Zusammenspiel mit Finell, Lemmel, Finell, Wehkamp, letztendlich wieder Royal Dominik Finell. Was für eine Partie, was für ein Spielzug, der sich 3-4 Mal den Ball da ungehindert im 16er hin und her passen kann und dann haut er den Ball unten rechts rein. Da hatte er keine Lust mehr zu spielen und beendet die Situation einfach mit so einem schönen Schuss. Aber nach einer Stunde kam dann auch dieser Fehler zustande. Marian Saar ebnet den Weg zum 1:1. Mirko Born in der 60. Minute mit dem Ausgleich, weil ihm da der Ball einfach vor die Füße fällt. Dicker Abwehrfehler von Marian Saar, der gegen Würzburg noch erfolgreich war. Aber auch auf der anderen Seite gab es Fehler. Und Matthias Moritz kam dann vor Gies völlig frei zum Abschluss. Das hätte es sein müssen nach 66 Minuten. Aber klasse Tat vom Hintermann der Meppener. Und in der Nachspielzeit nochmal Meppen. Auch sie wollten es wissen und klasse Tat von Bernhard kann damit zumindest das 1:1 im Endeffekt festhalten. Zum Ende hin nahm die Partie nochmal an Fahrt auf, aber im Großen und Ganzen geht dieses Remis auch in Ordnung. Es war keine spektakuläre, keine überragende Partie, aber durchaus mit schönen und ansehnlichen Toren. Ein Wechselbad der Gefühle bei beiden Teams am letzten Spieltag. Unterhaching gab kurz vor Schluss eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegen Cottbus und Hansa Rostock gewann in der 94. Minute mit 3:2. Per Strafstoß gegen Wien Wiesbaden. Hier startete Unterhaching gut in die Partie. Marseiler gegen Gelios nach 6 Minuten kommt relativ frei zum Abschluss. Aber tolle Parade vom Schlussmann. Der Rostocker reagiert da gut, reißt die Arme hoch. Der Eckball war dann anschließend harmlos. Halbe Stunde gespielt. Rostock tat sich schwer im Spiel nach vorne. Königs auf Wannenwetsch. Aber kein Problem für den Schlussmann der Hachinger. Königshofer hält den Ball ohne Probleme fest. Nach der Pause wurde Rostock dann erstmal stärker. Wieder Wannenwetsch auf Biancardi und Biancardi verstolpert da diesen Abschluss komplett. Trifft da überhaupt nicht, lässt er da irgendwie über den Schlappen rutschen, da kann gar nichts bei rauskommen. Und dann gab es auf der anderen Seite Strafstoß. Sehr unglückliche Aktion. Bisschen zu harsch gegen Stahl vorgegangen und dann kam Stefan Hein und markierte das 1:0. Zweites Saisontor für ihn, gegen Cottbus schon getroffen. Jetzt machte er hier den Führungstreffer. Gelios auf dem falschen Fuß erwischt und dann ist dementsprechend auch nichts mehr zu halten. Rostock streckte sich und wollte nochmal kaum und dann gab es diesen Fehler von Endres. Biancardi ging schnell nach vorne. Sebisuku aber nicht mit dem Ausgleich, weil Königshofer toll reagiert. Dementsprechend blieb es beim 1:0. Unterhaching gewinnt am Ende etwas glücklich durch einen Strafstoß gegen Rostock mit 1:0.
beide Saisonstarts nicht unbedingt so verlaufen, wie man sich das erhofft hatte. Braunschweig wartet noch auf den ersten Sieg und Wien-Wiesbaden verlor in letzter Minute gegen Rostock. Und den besseren Start hatten hier die Gäste. Fürstner auf die rechte Seite, Thorsen und dann wieder Fürstner. Perfekt gespielt. Vierte Spielminute. Es lief mal wieder alles gegen Wien. Wiesbaden, Kolke kann nichts machen, eigentlich ein super Rückhalt, aber dem fliegen in den letzten Wochen die Bälle nur so um die Ohren. Und nach 9 Minuten die erste Möglichkeit für Wien Wiesbaden, aber kein Problem für Engelhardt. Schöne Parade, hält er sogar fest im Endeffekt. 25 Minuten gespielt, Wien Wiesbaden wollte ausgleichen und es kam zur Möglichkeit. Aber Mbroka kommt da nicht zielstrebig genug zum Abschluss, beziehungsweise wird da noch etwas behindert und trifft dann nicht den Kasten. Vor der Pause nochmal Braunschweig. Überragender Ball von Hofmann auf Amundsen. Komplett alleine auf weiter Flur. 2-0. Da bleibt er eiskalt. Malte Amundsen, der Neuzugang, trifft zum ersten Mal in der dritten Liga. Keine Chance für Kolke, der aber auch völlig alleine gelassen war von seinen Vordermännern. Wen hatte aber im zweiten Durchgang die Möglichkeit anzuschließen? Lorch ist das mit der Flanke. Brandstätter aber letztendlich auch zu harmlos. Und so kam es, wie es kommen musste. Braunschweig verteidigte dann letztendlich gut nach vorne. Hofmann nochmal mit dem Abschluss, Klasse-Tor. Und damit der erste Saisonsieg für die Braunschweiger festgemacht. Super Tor von Philipp Hofmann. Für Kolke wieder nicht zu halten, weil er zu hammerhart geschossen war. Braunschweig gewinnt 3-0 und für Wien Wiesbaden gilt es, erstmal den Anschluss nach oben nicht schon zu Saisonbeginn zu verspielen. Der FSV Zwickau noch immer nach 3 Spielen ungeschlagen. Das hätte man eventuell vor der Saison sich auch anders erwarten können. Fortuna Köln kommt nach dem 0-1 gegen Karlsruhe hier als Geschlagener zu Gast. Dann aber die erste Möglichkeit gehörte den Gästen. Jeboa der Abschluss. Klasse Parade aber von Brinkis. Hartmann gewinnt dann das Kopfballduell. Nicht mehr. Viertelstunde gespielt. König, überragender Ball auf Bickel. Christian Bickel. Aber Koljic schmiss sich rein und verhinderte Schlimmeres. Aber Zwickau war jetzt besser in der Partie. Nils Miatke, Torschütze vom Spiel gegen Braunschweig, testet Renen. Klasse Tat und Koljic wieder dazwischen. Der warf sich gut rein. Moralisch hochwertige Leistung. Wir springen in den zweiten Durchgang. Fortuna Köln arbeitete auch mal wieder nach vorne. Das ist schick. Von Hartmann bedient, aber weit am Tor vorbei. Dieser Abschluss sorgte nun nicht wirklich für Gefahr für das Gehäuse von Brinkis. Nach einer Stunde dann Zwickau wieder zwingender. Bickel, Christian Bickel, überragende Übersicht. Und Leon Lauberbach mit dem 1-0. 60. Spielminute, sein erstes Saisontor. Das war nicht mehr so schwer, aber überragende Aktion auf der rechten Außenbahn. 10 Minuten vor dem Ende kam. Aber Fortuna Köln wollte zumindest das 1-1 holen. Weiter Ball von Andersen und Hartmann. Fast mit der Bogenlampe gegen Brinkis. Aber da ist der Hintermann komplett auf der Hut. Den fängt er ohne Probleme ab. Sie wollten nochmal alles versucht. Sie versuchten nochmal alles. Wachsmuth dazwischen. Kiere kommt trotzdem nochmal zum Abschluss. Aber es reichte nicht mehr. Zwickau gewinnt am Ende mit 1-0 gegen Fortuna Köln. Geht über die 90 Minuten auch in Ordnung. Auch wenn die Kölner sich eventuell einen Punkt auch verdient gehabt hätten. Der TSV 1860 München vergab in der Schlussminute noch 2 Punkte gegen VfL Osnabrück, auch wenn es im Endeffekt wohl verdient gewesen war. Und die Oedinger hatten im letzten Moment gegen Meppen noch ein 3-2 erzielen können. Hier hatte die erste Möglichkeit Stefan Lex gegen René Vollert, der eine überragende Partie an diesem Nachmittag verrichten sollte. Klasse Tat hier schon mal direkt gezeigt, was er kann. Halbe Stunde fast gespielt. Oerding auf dem Weg nach vorne. Kefkir auf eigener. 1-0 für die Gäste. Zweites Saisontor für den Ex-Löwen. Grätscht den Ball da durch die Beine von Bonmann durch. Da kann er dann im Endeffekt auch nichts mehr machen. Und sieht im Endeffekt einfach nur unglücklich aus. Aber vor der Pause nochmal 60. Und die Möglichkeit für Kager. Aber wieder Vollert. Wie gesagt, er hatte eine richtig gute Partie auf den Händen an diesem Nachmittag. Aber es kam vor der Pause dieser Eckstoß und dann auf einmal Lex völlig frei. 1-1. Zweites Saisontor auch für ihn. Hat etwas Glück, dass der Ball von der Latte reinprallt. Diesmal ist Vollert geschlagen. Kann da nichts machen. Da ist er absolut machtlos. Im zweiten Durchgang weiter in eine spektakuläre Partie. Krempitzky mit der Vorlage auf Konrad. Bohlmann reißt die Arme hoch und verhindert erstmal
das 1:2, aber es ging immer weiter. Hier die Möglichkeit nochmal in der Wiederholung von Konrad. Beide Teams spielten super nach vorne. Es war eine klasse Partie. Und dann Moll gegen Großkreuz. Aber der bekommt den Ball wieder und macht das 1:2. Kevin Großkreuz, das erste Tor für ihn in der dritten Spielklasse in Deutschland. Keine Chance für Bohnmann. Es stand also 1:2. Es gab dann aber Strafstoß, Foul von Ibrahimay. Und die Möglichkeit für Sascha Mölders direkt wieder auszugleichen. 66. Spielminute. Er nahm sich der Sache an und der Linksfuß verwandelte ganz sicher unten links. Der Ausgleich, sein zweites Saisontor ebenfalls. Gut gemacht und es stand wieder 2:2. Doch die Partie hatte auch noch etwas zu bieten. Nämlich nochmal eine Möglichkeit. Kurz vor Schluss. 1860 wollte unbedingt gewinnen. Adriano Grimaldi verfehlt aber ganz knapp das Gehäuse in der 88. Das wäre es nochmal gewesen. So endet diese Partie. 2:2 geht auch in Ordnung, aber Spaß hat sie definitiv von beiden Seiten aus gemacht. Die Würzburger Kickers stehen noch immer ohne etwas in den Händen da und Energie Cottbus steht auf Tabellenplatz 1. Wer hätte das vor der Saison gesagt? Und die erste Möglichkeit gehörte auch wieder den Gästen. Klasse Parade von Dreves gegen Weidlich, der den Ball hier super abnimmt. Klasse Schusstechnik, aber auch dementsprechend dann eine tolle Parade. Cottbus war besser im ersten Durchgang. Zimmer mit der Vorlage auf Streli Mamba. Der trifft nur das Außennetz. Nach 24 Minuten das 0:1 wäre schon locker denkbar und auch verdient gewesen. Es war im Großen und Ganzen eine unterhaltsame Partie, insbesondere aber, weil der Tabellenführer aus Cottbus wirklich gut ablieferte. Halbe Stunde gespielt, dann auch mal Würzburg. Kaufmann, Fabio Kaufmann ist das, kann den Ball eigentlich rüberlegen in die Mitte, dann wäre es noch gefährlicher geworden, nimmt sich den Abschluss selber. Für Aftus Bajic ist es dann kein Problem, der schnell genug in der kurzen Ecke unten ist und den Ball zum Eckstoß pariert. Vor der Pause dann nochmal Würzburg, sie wurden etwas besser. Dave Gnase und tolle Parade wieder von Aftus Bajic, das war wirklich super gemacht hier von beiden Parteien. Klasse Abschluss, tolle Parade. Zweiter Durchgang ging dann gut für Würzburg los. Kaufmann ist das. Fabio Kaufmann, eine Täuschung und dann der Treffer. 48. Spielminute, sein erstes Saisontor. Und sollte es für Würzburg jetzt wirklich zum ersten Saisonsieg reichen, das wollte Energie Cottbus nicht wirklich wissen. Freitags auf Viteriti, überragende Tat mal wieder von Dreves. Super Reaktion nach einer Stunde. Verhinderte er erstmal das 1:1. Doch Cottbus gab sich nicht auf. Bis zuletzt kämpften sie. Und so kamen sie 5 Minuten knapp vor dem Ende nochmal. Stanese auf Viteriti. Traumtor. Schlägt zwar nicht direkt in den Winkel ein, aber wie er den andreht und leicht anluft, das ist überragend gemacht. Fabio Viteriti bringt den Ball rein. Keine Chance mehr für Dreves. Und so endet diese Partie 1:1. Cottbus bleibt damit weiterhin in der dritten Liga ungeschlagen. Überragende Leistung für einen Aufsteiger. Zum Abschluss des vierten Spieltages trafen im Preußenstadion Münster und Lotte aufeinander und die Sportfreunde haben so langsam mal etwas zu tun. Ein Punkt kam bislang auf am ersten Spieltag, ein 0:0 gegen Meppen. Aber Preußen-Münster ist super in die Saison gestartet. Ein Last-Minute-Sieg gegen Kaiserslautern krönte die bis dato noch kurze, aber bislang recht erfolgreiche, gute Saison. Zu Hause hatte es aber nicht geklappt mit dem Sieg vor 2 Spieltagen. Jetzt wollten sie es besser machen. Halbe Stunde gespielt. Preußen-Münster hatte alles in der Hand. Es fehlte eigentlich nur noch der Treffer. Das hier ist Hofmann, der einfach mal raufhämmert, aber nicht aufs Tor genauer zielen konnte. Menig dann im zweiten Durchgang. Wieder eine Möglichkeit, wieder eine Parade. Es war wie verflixt für Preußen-Münster. Kobylanski, Vorlage, Hofmann. Über eine Stunde gespielt. Lotte hatte noch keinen Torschuss zustande gebracht, war auch hinten absolut unsicher. Es war unglaublich und dann kam es in der 70. Minute zu diesem Angriff. Österhellwig auf Piosek und der hat keine Gnade. Markus Piosek, sein erstes Saisontor mit dem ersten Torschuss überhaupt für die Sportfreunde, macht er hier das 1:0. Es war unglaublich, die Partie war auf den Kopf gestellt. Preußen-Münster konnte es nicht fassen. Es war auch absolut unverdient in diesem kleinen Derby. Da waren sie über die rechte Seite völlig offen und dann ist Markus Piosek eben eiskalt und macht das Ding rein. Aber es war noch nicht vorbei. Münster wollte zumindest das 1:1. Waschewski nochmal, Rühle. Es sollte einfach nicht sein.
an diesem Montagabend. Und so gewinnen die Sportfreunde aus Lotte höchst glücklich mit 1:0. Preußen Münster macht eine überragende Partie, aber geht eben dann mit 0 Punkten aus dem Spiel hervor. Jo, das war die Prognose zum vierten Spieltag. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ebenfalls bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und ein Abo freuen. Naja, ansonsten bald kommt dann DFB-Pokal. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao.